am Schiffsterminal, am Fährterminal angekommen. Haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit. Die Fähre geht um 11 Uhr noch was los und wir haben es jetzt 9.37 Uhr. Deshalb haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit, um zu frühstücken. Kaffee und Tee hatten wir schon, aber gegessen werden muss noch. Das holen wir nochmal nach. Deutschland hat uns wieder. Aber gut ist, das Wetter ist hier auch schön. Und der Raps geht übelst ab. Der war in Schweden noch nicht so weit. Und jetzt haben wir wieder mal einen Fahrtag vor uns. Und es geht heute für uns in die Dahlener Heide. Denn Urlaub ist noch nicht vorbei. Ganz wichtig. Very important. Und heute ist nämlich erst Samstag, morgen ist Sonntag und Montag haben wir auch beide noch frei. Und dementsprechend nutzen wir die Zeit nochmal und wollen gucken, ob wir in der Dahlener Heide eventuell schon einen Wiedehopf begegnen. Das wäre schön. That's the plan. Wir sind also 550 Kilometer von Sassnitz in die Dahlener Heide gefahren. Da wir nicht besonders schnell unterwegs sind mit dem Sprinter, sind wir auch erst am späten Nachmittag dort angekommen. Wir wurden bereits erwartet von unserem lieben Freund Dennis und es könnte sein, dass wir den Abend feuchtfröhlich haben ausklingen lassen. Nichtsdestotrotz wurden wir am nächsten Morgen vom Kuckuck geweckt und mit fantastischem Wetter begrüßt. Nach einem gemeinsamen Frühstück haben wir uns zum zweiten Mal im selben Urlaub von Dennis getrennt und sind losgestapft zu einer kleinen Birding-Tour. Es ist schon wieder der nächste Tag. Wir haben gestern richtig durchgeballert oder sind durchgeballert. Auf jeden Fall haben wir gestern 5,5 Stunden im Auto gesessen und hier spazieren wir halt noch ein bisschen rum. Und man hört hier aber auch schon sehr viele Vögel, das ist schon mal sehr schön. Und es soll hier aber auch einen Wiedehopf geben. Der Wald selber ist jetzt nicht der Lebensraum für den Wiederhopf. Aber nichtsdestotrotz wollen wir uns hier trotzdem einmal ein bisschen die Füße vertreten und später dann auch nochmal an einen anderen Ort fahren, wo eventuell ein Wiedehopf zu hören ist. Wenn wir vielleicht ganz viel hören. So wie den Wiedehopf. Wobei das wahrscheinlich eine Taube war, die ich für den Wiedehopf gehalten habe. Der Wiedehopf, der macht nämlich irgendwie so. Nee, das ist eine Taube. Thank you.
Du siehst einen Arsch. Leider klappt das heute mit dem Geocachen nicht so gut bei mir, weil ich hier irgendwie überhaupt keinen GPS-Empfang habe. Wir sind jetzt jedenfalls raus aus dem Wald, denn wir haben hier ja schon richtig krassen Frühling. Und da ist es natürlich schwierig, Vögel zu sehen bei diesem dichten Blätterdach hier. Ja, dementsprechend haben wir hier gerade den Weg aus dem Wald herausgefunden und sind hier auf einer schönen Wiese mit Rapsfeld. Und im Rapsfeld, da verstecken sich häufig auch Schwarzkehlchen, Schafstelzen und auch andere kleine Singvögel. Und die sehen natürlich klasse aus mit so einem gelben Hintergrund. Da versucht Ali jetzt gerade nochmal sein Glück und versucht sich hier ein bisschen ranzupirschen und zu schauen, ob er ein Vögelchen erwischt. Und ich werde von hier aus ein bisschen mitpirschen mit dem Fernglas. Mal sehen, ob ich hier vielleicht auch was sehe. Wir haben einen kurzen Spaziergang gemacht in der Dahlener Heide und jetzt, weil uns das aber noch nicht gereicht hat, fahren wir auch noch mal in die Dübener Heide, weil es da auch sehr schön sein soll. Und wir haben noch eine Nacht frei in unserem Urlaubskontingent und deswegen bleiben wir noch eine Nacht dort und schauen mal, was wir dort noch so zu sehen kriegen. Auf ein neues. Jetzt in der Dübener Heide. Hier ist es auf jeden Fall weniger sonnig, beziehungsweise die Sonne, die hat sich jetzt ein bisschen hinter ein paar Wolken verkrochen. Dadurch ist es auch nicht mehr ganz so warm. Und hier gehen wir jetzt nochmal auf die Pirsch. Man hört auf jeden Fall schon einen Kuckuck. Kraniche haben wir gehört. Und im Herbst kann man hier auch ganz toll den Hirschen beim Röhren zuhören. Schon sehr beeindruckend, die Natur hier auf jeden Fall. Auf jeden Fall gut einpacken hier, dass die Mücken nicht überall hinkommen. Boah, man hört es auch die ganze Zeit nur surren. Wir sehen hier einen deutlichen Habitatwechsel. Während wir in der Dahlener Heide einen frischen grünen Laubwald vorgefunden hatten, zeigt sich uns in der Dübener Heide ein karger Kiefernwald. Eben diese trockenen Kiefernwälder sind genau der Lebensraum, in dem man den Wiedehopf häufiger sehen kann. Ali hält sein Telefon nach oben, um Vogelstimmen aufzunehmen. Dafür benutzen wir die App BirdNet, die uns dabei hilft, Vogelstimmen zu identifizieren. Man nimmt einfach die Geräusche der Umgebung auf, die App analysiert diese und macht Vorschläge, um welche Vogelstimmen es sich handeln könnte. Falls du dich schon mal gefragt hast, welcher Vogel da so schön singt, wäre diese App vielleicht auch was für dich. Keine bezahlte Werbung, lediglich ein Tipp von mir als BirdNerd. Wir gucken und hören, aber nichts von dem, was wir eigentlich gerne sehen oder hören möchten, dazu kommt erschwerend hinzu, dass sobald man hier mal kurz stehen bleibt, so eine Sekunde oder so, dass man einfach unglaublich überfallen wird von Mücken, die so groß sind wie Kleinwagen und boah, das ist ganz schlimm. Ich weiß gar nicht, ob man das auf der Kamera einigermaßen sieht, wie viel hier los ist. Ich höre es auf jeden Fall schon wieder. Auf meine Fingerspitze setzen sie sich dann rauf. Und ja, ach, ich wechsle mal eben die Kamera. Mhm.
macht es auf jeden Fall nicht einfacher, das Ganze. Ja, schwierig. Da hilft natürlich entsprechende Ausrüstung, wie zum Beispiel dieses coole Tuch hier. Das ist nämlich extra so ein Anti-Moskito-Tuch. Das heißt, dass die Moskitos hier sich theoretisch nicht raufsetzen wollen oder nicht durchstechen wollen, weil der Kern der Faser imprägniert ist mit so einem Antimückenzeug. Riecht man aber nicht, spürt man nicht. Ich hoffe aber, dass die Moskitos das spüren, damit wenigstens so ein bisschen hier Gesicht und Nacken und Ohren und der Bereich geschützt ist. Außerdem würde natürlich eine Hose aus G1000 Material helfen, die ich heute natürlich nicht anhabe. Ist auch ein bisschen schade. Und es gibt auch Jacken und auch Hemden aus dem G1000 Material. Und das ist eben so speziell gewebt, dass der Moskito mit seinem Stachel da nicht durchkommt. Und das wäre optimal für Tage wie diese. Habe ich aber leider nicht. Und die Hose habe ich gedacht, wir gehen ja nur eine Runde spazieren im Wald. Kann ja keiner ahnen, dass hier so Moskito-Galore ist hier. Furchtbar. Und dadurch, dass man sich nicht die Zeit nehmen kann, sich mal hinzustellen und zu horchen und zu schauen, ist das Erlebnis gerade nicht so richtig prickelnd. Nee. Wir müssen hier übelst durchheizen, denn sobald man ein bisschen langsamer wird, setzen sich die Viecher einfach überall hin. Ich kann nicht mal die Kamera kurz mal in die Hand nehmen, ohne dass sich da gleich Mücken raufsetzen. So schlimm habe ich das ja schon ewig nicht erlebt. Dagegen war ja Schweden ein Traum. War es ja sowieso. Aber schon wieder. Wir gehen jetzt zurück zum Auto. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Nachdem die Dübener Heide uns vollkommen gequält hat mit einer unglaublichen Anzahl von Moskitos, sind wir quasi aus dem Wald geflohen und haben uns hier nochmal an ein Feld gestellt. Ist ein Stieglitz. Ist ein Stieglitz. Wir haben hier nämlich eine ganz, ganz tolle Vogelwarte, kann man so sagen. Nämlich direkt aus dem Bus können wir sehen, wie Stare ihr Nest anfliegen und die Kleinen füttern. Und das ist total toll, weil wir natürlich die Kameras entsprechend aufbauen konnten, um Fotos und auch Videos davon zu machen. Und das Ganze bei einem Sonnenuntergang hier überm Rapsfeld. Und was ist das noch? Korn? Im Kornfeld. Und hier werden wir dann heute Nacht noch verbringen. Und morgen haben wir dann nochmal alle Zeit, die wir brauchen, um in Leipzig anzukommen, um den Bus auszuräumen, etc. etc. Ich denke aber schon, dass das hier jetzt das letzte Video wird. Deswegen möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich dafür bedanken, dass du zugesehen hast. Ich hoffe, dir haben die Videos gefallen. Und lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Darüber freue ich mich immer sehr. Und du kannst natürlich auch den Kanal kostenlos abonnieren, damit du keine weiteren Videos verpasst. Also vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche dir immer eine gute Reise und bis bald. Ali sagt tschüss. Und jetzt noch viel Spaß mit den coolen Starrenaufnahmen. Wo ist die Kamera? Da muss ich rein. Genau, <da. lacht>